Ich selbst komme aus Thüringen. Da gab es ein kleines Dorf. Und in dem Dorf gab es eine Wassermühle. Und mein Großvater war der Wassermüller. Und auf diesem Wassermüller-Grundstück sind dann alle Kinder der ganzen Familie groß geworden. Eine Welt, die vielleicht ein bisschen wie Bullerbü aussieht, aber im Grunde genommen insofern ziemlich ideal war, weil wir in einer großen Gemeinschaft gemeinsam angefangen haben, die Welt zu entdecken und die Erwachsenen uns dabei nicht so sehr gestört haben. Wir sind vielleicht die ersten paar Generationen, wo wir glauben, eine Familie könnte alleine ihr Kind erziehen. Am Ende sogar eine alleinerziehende Mutter könnte alleine das Kind erziehen. Und dann wird diese gesamte Verantwortung für diesen Erziehungsprozess auf diese Familie oder auf diese Mutter abgeschoben. Und das kann nicht gut gehen, weil diese Mutter hat zwar die Verantwortung für ihr Kind, aber sie kann doch diese Rahmenbedingungen nicht gestalten, diese sozialen Rahmenbedingungen, in die das Kind dann später hinauswächst. Was ist da passiert? Ja, wir leben ja wir kommen ja aus diesem vorigen Jahrhundert, ja. Und da hat sich etwas herausgebildet, das nennt man Individualismus. Mhm. Und da ist wahrscheinlich schon seit dem Mittelalter ist es auf einmal so wichtig gewesen, dass man sich nicht im Brei dieser Verbundenheiten verliert. Das waren ja dann zum Teil auch sehr sonderbare Familienverbände, in denen man groß geworden ist, wo man gar nicht raus konnte. Und die Dörfer waren klebrige Strukturen, da wollte man weg, da hatten alle Fernweh. Und dann haben wir das verwirklicht, haben uns individuell verwirklicht, jeder für sich, sind dabei ziemliche Egozentriker geworden und haben vergessen, dass man als Einzelner gar nicht leben kann. Und jetzt kommen die Hirnforscher und sagen, ja, ein einzelnes Gehirn gibt es gar nicht. Jedes Gehirn, also auch meins, hat sich nur so konstruieren können, wie es ist, weil ich so viele Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht habe, weil immer welche da gewesen sind, die mir gezeigt haben, was die schon alle wissen. Und ich hätte ohne andere Menschen nicht mal sprechen gelernt. Und wie wir heute wissen, hätte ich auch noch nicht mal gelernt, auf zwei Beinen zu gehen. Das ist alles nicht genetisch in mir angelegt, sondern da brauche ich Vorbilder, die das können. Und zu diesen Vorbildern brauche ich eine emotionale Beziehung. Und damit ich nicht in die sozusagen so ganz und gar nur einer einzelnen Familie und meiner Mama und meinem Papa ausgeliefert bin, müsste meine Mama und mein Papa dafür sorgen, dass es neben ihnen noch ein paar andere gibt, die auch was können, damit ich noch mehr lernen kann. Und wenn man es sozusagen auf den Punkt bringen will, müssten eigentlich diese Menschen eingeladen werden, sich als Miteltern dieser Kinder zu fühlen, die in ihrem Stadtteil groß werden. Und dann kommen wir in diesen Bereich, wo es anfängt so zu werden, wie man sich das wünscht, nämlich dass es Gemeinschaften gibt, die sich einfach dann anbieten für die Kinder, damit sie bei diesen einzelnen Mitgliedern dieser Gemeinschaft all das lernen können, was die alle können. Der eine kann nähen, der andere kann mauern, der dritte kann irgendwelche künstlerischen Dinge, der vierte kann irgendeine andere Sprache. Und das alles würde sich ein Kind erschließen, wenn es sich in dieser Gemeinschaft emotional geborgen fühlen würde. Und deshalb muss man eigentlich diesen Familien sagen, verbündet euch mit Gleichgesinnten. Wie das, was die Afrikaner immer so schön auf den Punkt bringen, indem sie sagen, um Kinder gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Wir müssen heute diese Dörfer neu erfinden. Wir wollen ja nicht, dass alle Kinder wieder in die Dörfer gehen oder dass Eltern nur noch in Dörfern ihre Kinder großziehen. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß, sondern wir müssen heute in den Stadtteilen Bedingungen schaffen oder Rahmenbedingungen schaffen, in denen plötzlich so etwas entsteht. Ich versuche ja, diese Erkenntnis aus der Hirnforschung nicht einfach nur anderen Leuten zu erzählen, sondern ich versuche ja, solche Modelle zu schaffen, wo so etwas auch umgesetzt wird. Diese Anschwung-Initiative ist so ein Modell, wo das funktioniert, deshalb setze ich mich hier auch ein. Ich selbst habe in Thüringen ein Programm mit in Gang gebracht, das heißt Neue Lernkultur in Kommunen. Im Grunde genommen ist das Gleiche, nur auf eine andere Weise. Die Botschaft dort heißt, macht in euren Kommunen, in euren Stadtteilen die Kindergärten und die Schulen auf für das, was es da draußen in der Kommune für die Kinder und Jugendlichen zu entdecken, zu gestalten, an Verantwortung zu übernehmen gibt. Und dann
könnte es passieren, dass die Kinder und Jugendlichen aus diesen kommunalen Erfahrungsräumen wieder zurückkommen in die Schule und endlich wissen, warum sie Mathe lernen wollen, weil sie es nämlich brauchen. Wenn man irgendetwas lernen soll, was man nicht gebrauchen kann, dann bleibt es auch nicht im Hirn hängen. Das waren einige Gedanken. Was denken Sie? Verbinden Sie das für mehr Anschwung.